Der Honda CR-V zählt zu den meistverkauften SUV weltweit. Auch in Europa erfreut er sich großer Beliebtheit. Nachdem die fünfte Generation in den USA und Asien bereits erhältlich ist, kommt jetzt auch eine leicht abgewandelte Version in Europa zu den Händlern. Man erkennt jede Menge Unterschiede. Das Auto ist speziell für Europa nochmal abgestimmt. Also die amerikanische Variante fährt sich viel weicher, viel schwammiger und der fährt sich wie ein europäisches Auto. Unser Fahrzeug hat die höchstmögliche von 4 Ausstattungslinien. Die Ausstattungslinie Executive kommt mit einem serienmäßigen Panoramadach und kostet rund 42.500 Euro in Deutschland. Der CR-V wurde um 3 cm verbreitert und am Heck unterstreicht ein großer Dachkantenspoiler die sportliche Optik. Erstmals gibt es eine optionale dritte Sitzreihe. Auch im Inneren ist die zusätzliche Größe spürbar. Deutlich eleganter und schöner wirkt das neue Interieur mit seinen Holzelementen, dem Klavierlack und dem beigen Leder. Die Materialien im oberen Bereich sind sehr gut, wirklich sehr edel, sehr ordentlich. Auch der Holzdekor ist schön. Im unteren Bereich wird es schon ein bisschen einfacher, aber es ist immer noch ansehnlich. Das Lenkrad ist überfüllt mit Knöpfen zum Bedienen des Infotainment-Systems. Das Display wirkt leider ein wenig wie nachträglich aufgesetzt. Zwischen den Vordersitzen gibt es neue Ablageflächen und somit viel Platz in der Mittelkonsole. Unser Testwagen mit Allradantrieb hat 142 Kilowatt Leistung, die ihn innerhalb von 10 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigt. Die Maximalgeschwindigkeit erreicht das SUV bei 200 km/h. Die Fahreindrücke sind durchaus positiv. Das Auto fährt sich sehr leicht und handlich und kann auch sehr agil bewegt werden. Also ist sehr neutral bei flotter Gangart und was aber sehr überraschend ist, ist, der hat doch immer noch einen sehr hohen Restkomfort. Der Kompromiss aus Fahrdynamik und Fahrkomfort ist sehr gut gelungen bei dem Auto. Die kurvigen Straßen machen natürlich richtig Spaß mit dem Auto, obwohl das natürlich kein Sportwagen ist, aber er macht eine ziemlich gute Figur. Damit beim Spaß die Sicherheit nicht zu kurz kommt, hat Honda in der neuen Generation des CR-V auch seine Sicherheitssysteme aufgerüstet. Jede Ausstattungslinie hat ein Kollisionswarnsystem mit automatischer Notbremsung, eine Verkehrszeichenerkennung sowie Spurhalteassistent und adaptiven Tempomaten serienmäßig mit dabei. Die Kraftverteilung ist variabel ja bei dem Auto als Allradler und wenn Kraft an die, für die Hinterräder gebraucht wird, wird die Kraft auch automatisch nach hinten geleitet und dementsprechend ist das unwahrscheinlich gut. Das Auto hat jede Menge Traktion. Ab Oktober 2018 ist der CR-V mit Front- oder Allradantrieb in Europa erhältlich. Ja, ist auf jeden Fall ein gutes Angebot im kompakten SUV-Bereich. Und das Auto macht insgesamt einen sehr guten Eindruck und von daher ist das Auto sehr positiv anzusehen.